Ja, und so wird unverhofft aus einem Let's Play ein quasi Let's Play Together. Doch, doch, ein bisschen schon. Schatzi ist auch dabei. Die gute Alterin. Ganz schön weit weg. Ganz schön weit weg. Ich hoffe, ihr hört. Sonst muss ich das Mikro mal ein bisschen. Jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt siehst du nichts mehr. Gut, dann nehme ich das Mikro wieder vor mein Gesicht. Ich Die bin will sich nicht erwischt. klugscheißen, die Alte. Ja, die kann sich auch alles behalten, die Alte. Gar nicht. Oh, Also doch. um 1 Uhr morgens nicht. Ach. 1:11 Uhr. Ist doch nicht 1:11 Uhr. Was? Ist schon 1:11 Uhr? Ja. Ja. Gut, dass ich um 7 wieder raus muss. Oh. Mensch, super. Gut, dass du mich eine Stunde später Ja, und weckst. gut, dass ich heute Nacht schon um 4 Uhr aufgestanden Da bin. kann Das ist auch keiner was gut. dafür. Ne. Mein Handy kann was dafür. So. Ich kapiere das Haus nicht. Ich hab's nicht mal von außen gesehen. Soll ich nochmal rausgehen? Nee. Nee. Die Alte hat ja LOL gezockt. So. Ja, Und sich stimmt. aufgeregt. Nee, das ist es schon mal nicht. Das ist es auch nicht. Das kann es auch nicht sein. Gut, mehr Auswahl habe ich nicht. Aber nicht kompetent kann es ja nicht Dann sein. scheint hier was nicht zu stimmen. So, dann gehen wir Das hier war, mal. glaube ich, dieses komische Küchending Das hier. war dieses Küchending, ne? Das hier war das, Das glaube hier, ich. ne? Was Ja. anderes wäre. Richtig. Hier liegt auch ein Buch. Mensch, Mensch. Ich hab da eben schon wieder was Blaues da leuchten sehen, oder? Nee, komm. Mein Auge spielt mir langsam wirklich einen Streich. Ich 1:11 Uhr. muss. Ja, ich muss langsam mal in die Kiste, glaube ich. Den Sargdeckel zumachen? Ja. Was kann man auch tauchen? Nee, nee. Na, ja, da bleibt nur noch das hier. Ja, den anderen hatten wir, glaube ich, schon, Ja, ne? eben, dann Die bleibt ja Treppe. noch das hier. Dann geh mal rein. Die Fresse! Was ist das Welcher jetzt? Raum denn sonst? Ich merke es mir aber auch, ehrlich gesagt, ich fühle mich als So, gleich und aus. hier? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Mach nur einfach weiter. So. Nee, das. Das ist er nicht. Oh. Wort mit F. Böses Wort mit. Lass es uns wenigstens Warte probieren. mal, Ich will erstmal ja. wissen, wo der Raum auch ist. Also Ne, der. das kann sich dann. Kann. Aber der zeigt ja auch nicht alle Räume. Okay. Es war doch der lange Raum. Okay. Und dann hier links der kleine. Falls noch ein Ja. Fehler passieren sollte. So, und dann gibt's ja nur noch. Ja, das kann ja nicht sein. Das wäre Ne, da dasselbe komme ich Rum. ja gerade her. Das ist auf dem Dach. Genau. Das weiß ich nicht. Stiff. Ja, da bleibt ja nicht viel übrig, oder? Was haben wir noch? Ja, das Ne, hatten wir der ja. nicht. Und das kann Ah, dann nicht kann es ja sein. nur noch der Ja. sein. Haben wir es jetzt? Ja. Naja, nicht das Ganze, aber ich glaube, du bist Doch, schon weiter. doch. Ne, im ersten Stock fehlt noch eins, glaube ich. Also wenn das jetzt bei jedem Haus so ist, dann gute Nacht, ey. Ja, Prost Mahlzeit, aber wirklich, dann gehe ich aber sterben. So, was haben wir denn hier noch? Ja, das. Ne, Kannst du passt ja jetzt nicht. gar nichts. Weiß ich nicht. Oder die haben den. Ne, noch eine Treppe nach unten. Ne, das ist doch das, wo ich gerade drin stehe. Was war oben? Dann kann es nur das sein, oder? Ja, was willst du machen? Dachboden kann es nicht sein. Ja, Dachboden ist doch, ja. doch, das ist ja in die Richtung langgezogen, das Haus. Ach, das weiß ich nicht. Ja, doch, war ja unten so. Ich glaube, ich finde die Ohaha. Räume gruselig. Ja, die Räume sind auch wirklich nicht so. Die Musik ist gruselig. Die Musik ist auch cool, ja. Niest. Die Katze niest. Ja, welcher Raum ist es jetzt? Der Ich sag nichts. nicht. Der hier, würde ich sagen. Den hat man noch nicht. Oh, ein Bücherwurm. Hier wohnt ein Bücherwurm. Könnt. Wohnte. Hier wohnte. Ja, vielleicht wohnte er im letzten Raum. Vielleicht ist er ja noch da. Warte, ich Wir muss wissen es nicht ja sehen. nicht. Ja, dann gehe ich einfach mal. Hast du falsch gemacht. Schnabbelibabbel. Jetzt muss ich den ganzen Käse nochmal machen. Ja, zwei Fehler. Komm, das kriegen wir hin. Jetzt mach einfach weiter. Ja, einfach weiter ist gut. Ich muss von vorne anfangen. Warum machst du das so? Weil sonst das Portal hier nicht aufgeht. Ne? Nee. Oh Gott, ich war jetzt eben schon verwirrt. So, hier war der lange Raum. Ja. Da war er eben. Der hier. Ja. Jetzt weiter Zack. kurz zu die Abstellkammer. Der hier. Nee. Doch, der Doch, dunkle, der der hier. hier. So.
Ja, zusammen kriegen wir das hin. Das muss ja der hier dann sein. Nee, muss er nicht. War es der hier? Oh, das weiß ich nicht mehr. Da kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, eigentlich könnte ich ja jetzt mal Pause machen und die Aufnahmen kontrollieren. Mal gucken, was wir schon hatten. Hier weiß ich, Stuhlraum. So, dann ging es hier um die Ecke. Was war der hier? So, hier war. Was war das denn hier jetzt? Der da, die Treppe. Den hab ich auch schon wieder vergessen. Oh, so. Hallo, jetzt bleib schon an der Treppe hängen. Hängen geblieben, Alter. Da kann ja noch einer nicht durchgehen. Nein, ich will doch gar nicht durchgehen. So der hier. Ja, ich bin ausgerutscht. Auf meinen nicht vorhandenen Füßen. Oh, ich weiß es nicht mehr. Hier, der lange Gang. Was? Der lange Gang? Der lange Stimmt, Gang. Der lange Gang. So, da du. War der das, ne? Der war hier. Und da hat man gerade das Problem. Und da hat man das Problem. Der lange Gang weiß nicht sein. Ja, der ist es auch nicht. Das ist der hier. Der zeigt aber nicht immer die richtigen an. Okay, der ist es. Oh. Der kann dir aber keinen falschen anzeigen. Weißt du, was ich meine? Der kann ja keine drei unmöglichen reinmachen. Hat er aber, glaube ich, schon gemacht. So, unten links die Küche fehlt auf jeden Fall noch. Ja. Also diese, für mich ist das eine Küche. Das ist auch eine Küche. Die hier. Ja. Gut. Jetzt müsste das Haus eigentlich komplett sein. Okay. Ah. Gott, die grüne Wand erschreckt mich. Nein, wo kommt denn der rein? Ach nee. Ich hab da doch gerade. Nee, da war ich mir nicht sicher. Ach so. Der hier, den. Ja, wenn der rechts aufhört und nach links geht. Ich weiß es nicht. Das könnte doch der sein, ne? Nee, den hatten wir, glaube ich, das letzte Mal. Das war ein Fehler. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Der ist es nicht. Nee. Das kann nur. Der. Welcher ist denn jetzt noch offen? Wir haben doch alle hier. Ach, nee, guck mal, der mit dem Holz ist es nicht. Nee. Das ist nämlich der hier. Sicher? Nee, guck ich mir jetzt aber nochmal an. Der ist viel kürzer, weißt du? Der ist viel schmäler. Der ist kürzer, da liegt noch irgendwas auf dem Boden. So, ich muss jetzt. Ich will jetzt ja, auch nochmal. Ja, okay. Nee, der ist es nicht. Scheiße. Das war ein anderer. Ich muss jetzt die Räume alle nochmal genau angucken. Was für ein Tisch? Der da im Weg steht. Was für ein Tisch? In dem einen Bild. Hier, ne? Ja, da steht auch so ein Tisch. Stimmt. Gut, aber wahrscheinlich sind das alle drei noch possible. Also zwei. Ah. Hatten wir den nicht das letzte Mal? Ich weiß es nicht. Ich lauf da. Hier! Nee, das war was anderes. Hier! Nimm den Tisch! Da ist er doch! Nimm den Tisch und den Fisch. Nee, hier ist jetzt nix. Ich hier mal nochmal nach. Nein, auch kein Tisch. Hier geht's zum Glück nicht weiter. Der eine Raum, pass auf, den machen wir jetzt falsch. Oh Mann, am letzten hängen sie. Einen dürfen wir ja falsch machen. Das kann nur der sein. Ich muss. Nein. Jetzt bin ich mir sicher. Ja, wir sind richtig. So, aber jetzt. Was ist denn das für ein Zeichen hier? Das ist kein Horrorgame, ey. Ich schreie, ne? Ich weiß nicht, was das ist hier. Und was? Ah, der geheime Raum. Was ist denn das bitte? Köpfe von Babys. Nee, das sind aber keine Menschen. Na, wir gucken es uns mal an. Da liegt ein Totenschädel, da brennen Kerzen. Teelichter, da wird irgendeine Chemiebombe zusammengemurzt. Ach du Scheiße. Ja, lesen. Ich guck mir jetzt erstmal hier die. Was sind denn das für Mutanten? Sind das Alien-Babys? Keine Ahnung. Wir lesen mal. Ach, guck mal. Gänge. Mensch, PT lässt grüßen. Ja, es wiederholt sich alles. Silent Hills Returns. Einst lebte ein Zauberer in einem alten Haus und bereitete Tränke zu, mit denen er in die Zukunft sehen konnte. Die Leute aus dem Dorf kamen zum Haus des Zauberers und verlangten von ihm, seine Tränke mit ihnen zu teilen. Wir möchten auch in Zukunft sehen, sagten sie ihm. Aber der Zauberer sagte, nö. Die Leute aus dem Dorf wurden wütend und verbrannten das Haus des Zauberers. Doch der Zauberer wusste, dass das geschehen würde. Er hatte seinen Trank... Was? Trank?
Trankraum. Trankraum. Ich lese hier Tranktraum, Trumtraum. Bereits mit einem Zauber belegt. Das Haus brannte, der Raum aber nicht. Die Leute aus dem Dorf warteten. Doch der Zauberer, was kam nie heraus. Das akzeptieren wir einfach mal. Why are you standing there? You spying? No. No, huh? What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Ja, es sieht so aus, als wenn Easton so ein kleiner Schriftsteller ist, gewesen ist, war, noch immer ist. Ich weiß es nicht. Ja, ein weiterer Zeitungsartikel. Zwei weitere. Ja, Nasalange, ne? Hat schon irgendwas damit zu tun. Hallo, ich würde es gerne lesen. Brand legt Alkoholschmuggel frei. Von Daniel Josephson, Bayfield County. Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ashland entdeckten eine offensichtliche Schwarzbrennerei, während sie in den Wäldern von Old Otchen einen Brand bekämpften. Ich glaube, er hat Probleme, es zu lesen. Ja, ich habe Probleme, es... Nee, nicht die Schrift generell, das ist... Bei mir kommt nur noch Wortkotz rum. Den Beamten zufolge beinhaltete die Brennerei einen Propanofen und einen 4 Gallonen fassenden rostfreien Stahltopf, der zur Aufbewahrung der Whisky-Maische verwendet wurde. Was? Whisky mit E. Ach, Whisky. Na, kannst du mal sehen. Wird das nicht mit Y nur hinten geschrieben? Naja. Es geht beides. Ich kenn's aber mit E. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, aber ich denke mal, die werden das hier schon richtig gemacht haben. Die irischen, ich glaube, die Iren, das spielt ja hier in Irland, glaube ich. Echt? Ich glaube, die sagen Whisky. Und die Amis sagen Whisky. Ja, gib mir ein Whisky, ich nuschel. Die machen aus allem ein schlechtes. Ja, ich nuschel in meinen Bart und sage Whisky. Ja, verwendet wurde. Ja. Punkt. Aufgrund der Größe der Brennerei glaubt Bayfield County Sheriff Hank Scheffel, es könne sich dabei um einen Teil eines Alkoholschmuggelvorhabens handeln, obwohl er zugab, dass es im County noch weitere Brennereien geben könnte. Ja, gibt er zu oder vermutet er? Als Sheriff? Naja, Polizisten vor Ort bargen eine halbe Gallone schwarz gebrannten Apfelschnaps und eine Gallone geschmacklosen Schnaps. Apfelwein und Zimtstangen wurden auch neben der Brennerei gefunden. Die Polizei konnte noch nicht feststellen, wem die Brennerei gehört. Ich sag jetzt nur eins. Mmh, lecker Zimtstangen. Ich bin ja ein großer Zimt. Oh, ich könnte mich ja stundenlang mit Zimt hier. So, NASA startet ATS-6-Satelliten. Von der Associated Press. Cape Canaveral, Florida. NASA startete heute in Florida den. Nein, FLA. Okay. Aber Cape Canaveral ist in Florida, von daher. Das ja. Steht, das steht da. Cape Canaveral, FLA. Minus groß N, großes A, großes S, großes A startete heute in Florida den weltweit ersten sogenannten Bildungssatelliten und verleiht den Vereinigten Staaten dadurch einen mächtigen Vorsprung in der Telekommunikationstechnik. Der Applications Technology Satellite 6 überträgt direkt Bildungsprogramme in mehrere Länder wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Indien und Australien. Die NASA glaubt, der Satellite würde mindestens die nächsten 5 Jahre in ständigem Kontakt mit der Erde bleiben. Huh, wenn das kein Fortschritt ist in der Technologie. Ich würde sagen, unsere Beziehungen zu den Ländern stehen gut, wir kriegen keine Infos. Wir kriegen gar nichts. Wir kriegen auch keine Bildung hier in Deutschland, das ist alles super. ja, ich bewundere ja auch die ganze Zeit schon diese kabellose Stromübertragung hier in dem Nest. Oh Gott. Cool, noch was zu lesen. Ach nee, das haben wir ja schon. Das haben wir ja schon. Ja, cool, da muss ich ja gar nicht mehr lesen. So, dann machen wir die Tür mal auf. Darf ich wieder Räume zusammenpuzzeln? Bitte, bitte, es hat so viel Spaß gemacht. Ich will puzzeln. Mein Fuß ist eingeschlafen. Oh, Spinnennetz. Dein Fuß ist eingeschlafen. Das ist das schlechteste Spinnennetz. Das da? Ja. Ja, das ist wirklich hässlich, das ist ne? Schlecht. Ey, hier sieht alles geil aus. Aber das Spinnennetz sieht total grottig aus. Ne? Ja, vor allem keine Spinne. Ja, vor allem sieht das echt aus wie, naja, 1875, 80. Wusste ich gar nicht. Da waren die Spinnenweben noch schwarz, ja.
Die wurden angemalt. Ich glaube, das ist eine fehlerhafte Textur. Ich glaube, ja, jetzt bin ich hier wieder on the balcony. Ja. Können wir jetzt runtergehen. Schön, nehmen wir das nächste Haus. Das wird bestimmt ganz, ganz lustig. Total. Wenn ich wieder Räume zusammensetzen habe. So, jetzt ist hier das Pult verschwunden. Gibt es hier jetzt vielleicht noch was? Mensch, ich habe mich so gefreut, hier ein Haus zu betreten und da reinzuschillern. Und jetzt kommt so ein Quatsch dabei rum. Was hier? Hier ist direkt zu. Ja, da kann man nichts machen. Sag mal, das ist ja alles... Bitte nicht die Böschung runterfallen. Ja, nee, man kann hier nicht runterfallen. Ich hoffe, es... Nee, gibt überall unsichtbare Wände. Aber schon geil gebaut, ne? Ja, voll kann. Ne? Ich sag nochmal, ey, du... Es ist ja schon total... Du feierst deinen... 44. Geburtstag, ist eine Schnapszahl und dann lädst du halt mal hier die Dorfgemeinde ein, trinkst mal schön ein, am nächsten Morgen ein bisschen verkatert, willst du mal zum Briefkasten laufen, schmiss hier runter, hier ist kein Zaun und gar nichts. Und in dem komischen Haus da drüben haben wir konstruiert, oder was? Was haben wir da? Das Haus da drüben haben wir konstruiert. Nee, das hier haben wir konstruiert. Nee, das ist zu klein. Ich weiß... Ja, nee, das haben wir nicht konstruiert. Von der Dimension her würde ich sagen, das ist das da drüben, das andere. Ja, okay. Würde ich jetzt behaupten. Wenn du das sagst. Ich wollte es einfach mal so in den Raum machen. Kann ich dir nicht beantworten, die Frage. Mhm. Was haben wir da? Mechanik. Öl. Ist das eine Ölpumpe? Ja, ganz ehrlich. Aufzug, Seilbahn. Also ganz ehrlich. Ja, ganz ehrlich. Ich fange gleich wieder mit meiner Bethesda-Debatte an. Wegen der Grafik, ne? Oh, jetzt geht überhaupt nicht. Ja, ja. Ich liebe die Spiele, außer Elder Scrolls. Jetzt mache ich mir Feinde, ist mir egal. Ich habe ja Fallout oft genug gespielt, aber ich hasse diese Grafik und ich hasse es, Mods drauf zu buchten. Du haust 10 Mods drauf und am Ende crasht dir das scheiß Game ab oder der Launcher oder irgendwas funktioniert nicht von den Mods und ey, ist so anstrengend, um überhaupt annähernd überhaupt so eine Grafik zu kriegen, wie man hier kriegt. Und hier kriegt man es für weniger Geld. Das ist der Hammer, ne? Ja, kriegt man 5-mal schönere Grafik. Hey, sorry, aber ganz ehrlich, da können sich umlängen Millionenentwickler echt eine Scheibe mal abschneiden. Ja, das habe ich auch schon mindestens also, 5-mal gesagt. Ich kann nochmal sagen, weil ich finde ja. Einfach eine Unverschämtheit, was heutzutage an eigentlich, rauskommt, ja, ne? Das müssen wir eigentlich in jeder Folge mal betonen, ey. Ja. Die Polen hier, 8 Mannequin basteln hier am Spiel rum. So sieht's aus. Die haben noch Werte. Ja. Die bestehen nicht nur aus Grafik. Nee, das sind noch Spiele mit Herz irgendwo, ja. Ja gut, ich weiß ja jetzt nicht, wo es hinführt, aber also hier mit dem komischen, hier, ich sag jetzt fast Marsmenschen immer mit dem. Ja, aber es ist detailliert und der Teufel. Ach guck mal, jetzt sind wir hier drin. Das sag ich doch. Da liegt was zu lesen, das habe ich jetzt mal übersehen. What did you do? Was? What did you wake up? Was ich getan habe, ich habe nicht gelesen. I found a room, I walked into it, that's it. Nee, aber mal oh, das Scheiß, war's. Ich finde das sehr detailgetreu. Ja. Also da sehe ich einige Spiele, die ähnlich Grafikhuren sind, die sind detailärmer. Das sieht super aus. Das ist wirklich liebevoll gemacht, das findet man, das sieht man in den Texturen, sorry. Ja, und ich habe ja hier gepreordert bei Steam. Und wenn man, da kriegt man ja auch hier you so... You need to talk to your son. He was poking around in the old Vandegrift house again. Said he found some secret room. Hm. Really? Okay, I will go talk to him. Oh, was sehe ich da gerade? Ein schwarzes Spinnennetz. Das schwarze Spinnennetz. Ja, welchen Gedanken wollte ich denn jetzt weiterspinnen? Ich weiß es auch nicht. Was steht denn da? Lass mal lesen. Echt? Soll ich schon mal lesen? Boah, ich freue mich. Nee, ich lese das schon. Ich will mal. Ach, das Bild! Geil! Kannst du mal sehen. Das ist ja super. On the day the photo was taken. Achso, es gibt. Nein! Flo, ich will es auf Deutsch. Travis war laut. Der Tag, an dem das Foto gemacht wurde. Onkel Chad war gemein, Papa war traurig, Mama war wütend. Travis war laut, Opa war ruhig. Mensch, Familienglück. Ein ganz normaler Glück im Familienglück der Kater. Ich stehe noch alles auseinander. Ja, ja. Das, voll stinkig. Also, das ist der Kater-Clan hier. Der kleine Ethan ganz links, daneben ist der Opa, auch wie hieß er nochmal? Der kleine Ethan, der fast so groß ist wie alle anderen. Also ich finde ihn jetzt nicht ja, gut. Ja, der ist eine Kopfgröße kleiner. Ja. Du sagst das immer so, der kleine Ethan, das wäre ein 5-Jähriger oder 6-Jähriger oder 7-Jähriger.
Dabei ist er mindestens 12. Na gut. Oder 13. Also der pubertierende Ethan mit seiner Erektion, mit seiner Vorzeichen. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. Ja, das weiß wohl keiner. Das werden wir wohl herausfinden. Was ist denn der Schäfer? Der Schläfer. Ach, der Schläfer. Ich vermute mal, dass es kein Terrorist ist. Na, ich hoffe doch. Wie, du hoffst doch. Sein. Ja, Paranormal Activity. Bitte ja. Nicht erwähnen. Danke. Entschuldigung. Du weißt, mir macht so subtiler Horror unglaublich Angst, weißt du. Ja. Das sind die Geisterstimmen, die machen mich schon wuschig. Du wirst wuschig? Der Wuschig heißt bei mir nicht das, was bei euch ach so. Wuschig heißt. Ach so. Seid alle bekloppt, ey, was ihr unter Wuschig versteht. Wuschig ist sowas wie, mir ist kribbelig, ich werd ganz verrückt wegen Angst und so bei mir. Hier gibt's aber auch nichts mehr. Nee, und aus dem Fenster Gespräche. Gucken, nur Gespräche, wir können nur lauschen. Demnächst gehst du an Fotos vorbei, weil du zu faul bist, Text zu lesen. Ja. Nee, ich wäre schon noch zurückgegangen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, super. Tolles Haus. Kenne ich zwar schon alles. In- und auswendig. Und beim nächsten Mal zusammen. Also da haben sie. Da haben sie ein bisschen Texturenrecycling gemacht, aber ist ja nicht so wild. Dafür sieht der Rest ja schnuckelig aus. Ja, also hey, ich. Guck dir mal die Hauswand an. Jetzt bleib mal eng. Ja, ja. Ich guck dir das mal die. Ja. Das sind grüne Pflanzen. Ja. Hier. Da sind verschiedene Steinsorten. Seht ihr es? Grüne Pflanzen. Die sind noch nicht mal in den 480p, sondern ein bisschen höher auflösen. Guck dir das mal an, ey. Ja. Die Fassade, ohne Scheiß. Ist vielleicht vieles aufgepumpt. Guck mal, das Holz. Ja, ohne Scheiß. Du siehst ja fast jeden Holzwurm. Alter, das haben die abfotografiert und draufgehört. Ja, genau, so ist es. Ja, so ist es auch. Das wollte ich jetzt sagen. So, ohne Scheiß. Die haben ja hier, wenn man gepreordert hat, hat man ja so ein Making-of oder so. Und da sieht man auch immer Vergleiche hier. Real, was sie sich als Vorbild genommen haben und wie sie es hier im Spiel nachgebaut haben und wie sie die Texturen für die Steine und so fotografiert haben und das sieht 1:1 so aus. Also die Steine sehen wirklich 1:1 so aus, wie sie wirklich sind, ja. Ja, guck mal hier das Moos an. Das hier? Ja, sieht auch aus wie aus dem Wald. Du guckst auf den Boden und denkst, du stehst im Wald. Du hörst ja fast... Es ist fotorealistisch, aber es ist ja nicht so, dass ich... Ja, es ist immer noch ein Spiel, ne? Wenn man das jetzt auf dem Foto sehen würde, würde man es vielleicht denken. Aber da es jetzt im Spiel ist, ist es ein bisschen schwierig. Man weiß es halt. Ja, ich weiß nicht. Ich würde jetzt denken, also wenn ich jetzt einen Schritt nach vorne mache, dann höre ich das Knacksen unter meinen Füßen. Hast du gehört? Knacks hat's gemacht. Ja. Knicki, Knacksi. Völlig den Faden verloren. Ja, es tut mir leid. Ja, kein Problem. Müll immer. Das ist schön. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo lang jetzt. Jetzt haben wir ja 1000 Möglichkeiten. Also 1000 ist übertrieben, aber wir können da lang gehen. Ich verwende meinen Arsch drauf, dass unsichtbare Wände und kommst da und da nicht weiter. Da wäre ich mir nicht so sicher. Da wäre ich mir sehr sicher. Das ist immer so. Nee, hier nicht. Hier nicht, doch. Hier nicht. Genau hier ist es auch so. Hier ist es auch so. Ja. Weißt du mehr wie ich? Alter, die Steine. Ja. So, ich hole jetzt gleich den Kletterhaken raus und kletter hier hoch. Mal ohne Scheiß. Ja. Ich kann es nicht öfter sagen. Ohne Scheiß, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Und ohne Scheiß. Und ohne Kacke. Ich stell dir mal vor, The Last of Us wäre so gewesen. Ja. Ich hätte auch noch mehr Atmo gewonnen, ja. Also, ja, vor allem Unreal Engine 3. Die ist ja jetzt auch nicht mehr die jüngste, ne? Muss man ja mal sagen. Und die wurde ja schon in vielen Spielen und dann benutzt. Sagen Sätze wie. Naja, wir setzen auf Gameplay und dann guck ich mir das Gameplay an und hab nach 10 Minuten alles erreicht, was man im ganzen Spiel erreichen kann. Ja, auch so ein Thema, ja. Ja, das ist für mich ein ganz... Ich bin ja sowieso ein sehr harter Kritiker, was Gaming betrifft heutzutage, muss ich ganz ehrlich sein. Ich bin sehr schwer zufriedenzustellen. Ja, ich wollte schon sagen, du bevorzugst ja so die japanischen Spiele. Ja, die sind auch anspruchsvoll. Ja. Die halten einen lange, das ist wichtig, finde ich heutzutage, es ist viel zu viel verloren gegangen, dieses schnelle Spielen, das ist langweilig. Das macht doch keinen Spaß, wenn man 6 Stunden ein Spiel durch hat, was People come here for many reasons. They want to ask me questions about the future. I can see the future. So to the past that interests me. Oh, Gott, ich bin nicht. Was für ein Geist. Ohne Scheiß ist heute mein Lieblings. Was? Jetzt habe ich schon nicht mitgelesen. Wenn du mein Haus finden willst, musst du ja ins Licht gehen wahrscheinlich. You know you will not return.
Partikel Kanickel. Do you love for yourself? Welche? Or for others? Ja, die nicht. Ach so. Was? Versaut die Atmos, tut mir leid. Do you feel victory when your words cause pain? Wie viel Schmerzen? Ja. Is cheating truly unfair to others? Was steht denn? Does sin come from the heart or the mind? Da steht niemand. Is betrayal caused by inequality or injustice? Oh. Gruselig. So, und sie liest mir jetzt aus der Hand. Oh Gott, was zu lesen? Habe ich nicht gesehen. Ich kann ja auch lesen. Nee, ich lese das schon. Willst du nur üben? Ja. Ach, eine wunderschöne Frau saß am Fluss. Eine Hexe näherte sich und sagte der Frau, dass sie ein Kind bekommen würde. Die Frau begann vor Freude zu weinen. Doch als die Freude in Angst umschwenkte, konnte sie nicht aufhören zu weinen. Die Angst wurde zu Traurigkeit und die Frau weinte weiter. Sie weinte monatelang und schlief kaum, bis ihr Kind geboren war. Doch das Weinen ließ die Frau altern und ihre Schönheit vergehen. Als ihr Sohn alt genug war, kletterte er auf den Berg, um das Haus der Hexe zu finden. Er fragte sie, ob sie seine Mutter wieder wunderschön machen könne. Die Hexe stellte dem Jungen viele Fragen. Nachdem sie die Antwort gehört hatte, erzählte sie dem Jungen, dass sie seine Mutter bezüglich des Kindes angelogen hatte. Der Junge verschwand und die Mutter war wieder wunderschön. Puff macht's und der Junge ist weg. Also, wir scheinen uns hier wirklich in ja, verschiedenen. Ne, auf der Rückseite steht nichts mehr. In verschiedenen. Point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality.